Hallo, grüß Gott. Wir begrüßen Sie herzlich auf dem Wochenmarkt in Marbach, gerade vor unserer Metzgerei im Imbestand. Heute ist herrliches Wetter und die Geschäfte laufen sehr gut. Und was verkauft sich am besten? Sehr viel Leberkäse, Krustenbraten und auch noch verschiedene Würste. In unserem Imbiss verkaufen wir nur selbst hergestellte Ware, die direkt von unserer Metzgerei in den Imbiss kommt und zum Verkauf bereitgestellt ist. Was kaufen Sie heute Morgen? Heute Morgen dreimal eine rote Wurst für unsere drei Kinder hier dann. Genau. Toll. Ja. Und das ist einfach was Schönes hier und der Marktstand ist halt der Tradition hier dann. Also wirklich schön hier dann. Klasse, guten Appetit. Dankeschön, danke. Ja. Was ist das Geheimnis? Wie macht man die beste Bratwurst? Na gut, ihr Geheimnis ist halt, dass es praktisch von Pike auf selber hier hergestellt ist. Und jeder hat seine eigene Rezeptur. Und die ganze Wurstsorten, die in der Metzgerei verkauft werden, sind zum Großteil alle selber hergestellt. Auf was achten Sie denn? Was ist Ihnen besonders wichtig bei der Fleischherstellung? Also wir kommen aus Hohenlohe, kriegen wir unsere Schweine und Rinder geliefert. Das ist eine kleine Metzgerei, die schlachtet er selber noch. Früher haben wir selber geschlachtet, das haben wir jetzt leider eingestellt. Und wird alles hier zerlegt und von Fliege aufverarbeitet bis zum Endprodukt im Laden. Bei dem tollen Wetter vor allem heute, gell? Ja, super, super. Und läuft es seit Corona wieder gut oder hat sich's, oder ist immer noch schlechter jetzt? Also es hat einige Wochen gedauert, bis sich es wieder erholt hat. Und jetzt so die letzten zwei Wochen, drei Wochen ist es wieder gut besucht. Gott sei Dank. Aber der Start war, ja, war schwierig dann wieder danach. Und was ist Ihre Lieblingsbratwurst? Die Nürnberger Bratwurst. Warum? Ach, das ist ein bisschen grob und mit Majoran, also vom Geschmack her richtig intensiv. Und ich habe vorhin gefragt, hier wird nämlich auch eine Currywurst gebraten. Warum wird die Wurst verwendet für die Currywurst? Das ist eine ganz feine Bratwurst, ohne Darm und aus der wird dann die Currywurst hergestellt. Können Sie mir die gerade nochmal zeigen? Aha. Die Currywürste und Bratwürste. Und ist bei den Currywürsten schon Gewürz mit drin in der Wurst? Ich sag mal, das Entscheidende kommt dann nachher. Obendrauf, verstehe, genau, okay. Klasse. Was haben Sie noch als Gedanken, irgendwas, was Sie den Marbachern noch mitgeben wollen? Ich hoffe, dass in nächster Zeit sich ein bisschen was ändert in Marbach. Wir müssen mal abwarten. Was würden Sie sich am meisten wünschen, was sich ändern sollte? Na gut, was halt in Marbach ganz schwierig ist, ist die Parksituation. Irgendwo noch ein Parkhaus, das wäre natürlich auch unser Ohr für Marbach. Wenn dieses Denkmal geregelt wäre, denke ich, dass dann das andere auch wieder in Schwung kommt. Dass man dann wieder mehr Läden kriegt und auch größere Läden. Prima, vielen Dank. Ich danke. Klasse. Auch. Ja, danke.